Stellen Sie sich vor, Sie werden nach den Daten zu Ihrer Promotion gefragt. Natürlich habe ich damals die Daten gespeichert. Hier sehen Sie die CD. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich diese CD noch gefunden habe, obwohl ich seitdem viermal umgezogen bin. Aber jetzt habe ich festgestellt, mein Laptop hat gar kein CD-Laufwerk mehr. Und das ist ein typisches Problem, mit dem sich Forschungsdatenmanagement beschäftigt. Forschungsdatenmanagement umfasst kurz gesagt alle Methoden und Verfahren, die Sie als Wissenschaftler nutzen können, um Ihre Forschungsdaten langfristig zu sichern und zu nutzen. Und jetzt erzähle ich Ihnen, warum Forschungsdatenmanagement so wichtig ist. Professionelles Forschungsdatenmanagement hilft auch Ihnen und Ihrem Projekt. Es stellt sicher, dass Sie während der Projektdauer und in der Zeit danach keine wertvollen Daten verlieren. Außerdem schützen Sie Ihre Daten besser vor Missbrauch und Diebstahl. Mit gutem Forschungsdatenmanagement dokumentieren Sie Ihre eigene Arbeit in nachvollziehbarer Form. Nicht nur Ihre wissenschaftlichen Publikationen, sondern auch Ihre Daten sind Ihnen klar zugeordnet. Dritte nehmen Ihre Forschungsleistung über diese wahr, verweisen darauf, fragen Sie eventuell für Kooperationen an. Gutes Forschungsdatenmanagement erlaubt es, Daten über die eigentliche Projektlaufzeit auch für neue Vorhaben nutzbar zu machen. Gut archivierte Daten erlauben einen effizienten Zugriff auch unter veränderten Fragestellungen und führen zu neuen Projekten und Synergieeffekten. Immer mehr öffentliche Geldgeber erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre Forschungsdaten frei zur Verfügung stellen. Bei DFG und auch bei europäischen Projekten gehört ein Datenmanagementplan mittlerweile fest zum Antrag. Eine steigende Zahl von Verlagen erwartet, dass Sie die zu einer Publikation gehörenden Daten mit einreichen und dem Leser frei zur Verfügung stellen. Forschungsdatenmanagement ist ein Thema, an dem künftig keiner mehr vorbeikommen wird. Auf den ersten Blick klingt es nach Bürokratie und Mehraufwand. Wenn man sich näher damit beschäftigt, stellt man fest, dass es ein wichtiger Bestandteil eines jedes Forschungsprojektes ist. Die RWTH hat sich daher das Thema auf die Fahnen geschrieben und möchte Sie dabei unterstützen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen und entwickeln fachspezifische Lösungen. Näheres erfahren Sie auf unseren Webseiten oder direkt von unserem Forschungsdatenmanagement-Team.